Hi, willkommen zum neuen Video. Ich habe gestern gegen Feierabend, weil das ein bisschen knapp war, so 10 Minuten davor nochmal eben einen Rahmen gesägt und zusammengekleistert. So, dabei ist dann, als ich die Diagonale gemessen habe, rausgekommen, dass praktisch diese Achse, also die Achse, die ist länger wie die Achse. Ja? Jetzt, das ist noch im Rahmen, das ist nicht viel, das ist bei der Rahmengröße, sind, ich sag mal 4 mm, das ist auch ein Windschutz, ist jetzt 4 mm grenzwertig, aber ich würde sagen, das kann man gerade noch so verkaufen, für den Windschutz jetzt, das ist ja kein Maschinenbauteil. Aber wir möchten das natürlich doch irgendwo verbessern. Es soll etwas, ich sag mal, genauer sein, als es jetzt ist. Das wäre natürlich schön. So, das heißt, man kann ja mit, ist hier einmal die Sache, wie schweiße ich, dass es gerade bleibt. Und genauso kann ich sie aber auch schweißen, dass, wenn es jetzt gerade ein bisschen schief ist, es sich so verzieht, dass es nachher besser ist als im gehefteten Zustand. Ja, weil wenn sich etwas verziehen kann, was vorher gerade war, dann kann sich auch etwas Schiefes so verziehen, dass es danach gerade ist. Kann man verstehen, ein bisschen. So. Ich habe das mal aufgezeichnet. Wenn wir jetzt hier auf die Ecke schweißen, dann wollen wir, dass hier möglichst wenig passiert. Ja, das gleiche ist auch da drüben. Schweißen wir auch von innen nach außen. Ja, möglichst wenig Wärme in der Kehle. Hier genau andersrum. Wir schweißen von außen rein, um hier innen drin die meiste Wärme zu haben, damit der hier so zusammenzieht. Was passiert, wenn der so zusammenzieht? Der schiebt die Achse rüber. Ja? Und das gleiche verstärken wir, indem wir den da drüben, guckst du auf den Pfeil, auch nach innen reinschweißen. Ja? Dadurch zieht er auch so zusammen und zieht den dann praktisch, wenn er das macht, zieht er praktisch die Achse dann rüber. Und die Achse so rüber. So verschieben wir das alles. Ja? Damit wir die Achse verkürzen, die ja jetzt zu lang ist. So. Man kann das natürlich jetzt ganz klug anstellen, indem man alles andere ist ja geheftet. Man schweißt erstmal nur die hier nach innen rein und den da drüben nach innen rein. Dreht den Rahmen einmal, also einmal den Rahmen drehen und das gleiche noch einmal. Die gleiche Nähte nochmal auf der anderen Seite von nach innen reinschmeißen. Und dann schauen wir mal, was ist denn da so Schönes passiert. Und wenn einem das gefällt, was einem da passiert ist, dann kann man das alles andere weiter so abschweißen, wie es ist. Und dann ist der Rahmen okay. Und wenn einem das noch nicht gefällt, dann kann man tatsächlich auch noch die Kehle schweißen. Auch wenn wir die jetzt, wie in diesem Fall, da kommen Glasleisten nachher rein, eigentlich ungern schweißen. Weil, weil da halt Glasleisten reinkommen und die müssen die Glasleisten dann immer an den Ecken so ein bisschen wegnehmen und das ist, ich finde es schöner, wenn die Glasleisten so halbwegs drin liegen. Ich habe natürlich, weil man kommt jetzt, warum schweißt denn nicht als erstes die Kehlnaht, weil ja die Quernaht auch hält, ja, das sage ich euch. Wegen den Glasleisten, die hier reinkommen. Deswegen habe ich nur außen so ein bisschen geschweißt. Also ich habe schon eine Kehlnaht ein bisschen geschweißt außen, praktisch hier um die Ecken rum abgebunden. Das hat aber noch nicht gereicht. Der ist da ungefähr um einen Millimeter gekommen. Ne? Das heißt also, jetzt werde ich erstmal das so schweißen, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Das heißt also, völlig ab der Norm, nicht von innen nach außen, so wie man ja immer sagt, sondern da der Rahmen ja schief ist, schweißen wir den jetzt so, dass wir möglichst viel Energie in diese Seitenverschiebung reinkriegen und dadurch der Rahmen gerader wird. Also wir haben ungefähr 4 mm, so 3, 4 mm, die es zu bewegen gilt und mal gucken, was wir da schaffen. Also ich gehe davon aus, so 2 mm schaffen wir auf jeden Fall. Da gehe ich mal von aus. So. Dann starten wir mal. Ja. So, ich habe das jetzt, man muss natürlich ein bisschen warten, man muss natürlich, ist ja jetzt noch Wärme drin, das muss dann erstmal ziehen können.
Habe aber eben schon mal nachgemessen und wir sind jetzt bei 2887,88. Ja, ist ein Hefter an der Ecke, ich kann das nicht genau sehen, genauso wie auf der anderen Seite, zu 2889. Also das ist in Ordnung, das hat sich bis auf 2-3 mm, also ich sage jetzt mal, ich gehe vom schlechtesten Fall, ich würde jetzt mal sagen, bis auf 3 mm angenähert. Das heißt, wir sind noch mal knapp 1,5-2 mm gekommen. Wichtig ist natürlich, dass die Außen offen sind, dass das Rohr sich da nicht festhalten kann. Deswegen habe ich außen die Hefter natürlich vorher ein bisschen gelöst. Was heißt ein bisschen? Also ich habe sie aufgeschliffen und dann kann das auch arbeiten. Wenn man dann nämlich zu dicke Hefter hat, dann passiert dann nämlich, wenn man Pech hat, gar nichts. Das nochmal so zur Info. Also das hat nicht ganz gelöst das Problem, also ich bin immer noch 2-3 mm daneben, aber das ist zumindest schon mal besser wie vorher. Ne? Das ist auch noch mal so ein Rettungsanker, wenn ihr merkt, oh Scheiße, und jetzt ist der Rahmen irgendwie 5 mm und ich hätte es gerne genauer. Wenn man das dann so macht, dass man dann die Schweißnahtreihenfolge anpasst, das heißt also von außen nach innen schweißen an den richtigen Stellen, dann schafft man das halt, dass man da ein bisschen mehr Platz reinkriegt. Ja. Das hat er jetzt an, ist das 60, genau. Jetzt muss ich mal in die Kamera, sondern ich will euch das mal eben visualisieren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten mache. Es ist nämlich so, ihr müsst euch jetzt so mal den Rahmen vorstellen. Der Rahmen ist übertrieben gesehen, so. Ja? So. Jetzt haben wir an der Stelle und an der Stelle haben wir geschweißt, sodass er die zusammenzieht. Ja, also quasi so zusammenzieht. Das heißt, das, was vorher jetzt so schief war, jetzt zieht er die da zusammen und dann zieht er den gerade. Weil er ja hier zusammengeht. Ne? Und hier. Und dadurch zieht er den dann gerade. So die Theorie. Ja. Ich glaube, ich habe vorhin einmal eine Achse falsch benannt. Weil ich habe es auch vorher nicht nachgemessen, dummerweise. Ich war mir da jetzt nicht so sicher. Ich hatte mir das gestern angezeichnet. Nächstes Mal muss ich mich einfach besser nochmal vorbereiten, das nochmal messen, weil ich kann das über Nacht dann auch nicht immer alles machen. Also so ist auf jeden Fall die Theorie. Ne? Also du hast das Ding jetzt so schief, übertrieben gesehen, dann schweißt du halt an der und an der Stelle. Ja? Und dadurch ziehst du den zusammen und dadurch kommt der rum. Weil jetzt ist da ja der Schenkel weiter offen. Ne? Sieht man ja, hier ist offen. Und damit man dieses Geöffnete wegkriegt, dann muss man da schweißen, damit der halt zusammenzieht und dann holt er den ganzen Rahmen rum. Das machst du halt auf beiden Seiten, damit der richtig rumkommt. So. Ich wollte das erst aufzeichnen, aber ich habe dann gedacht, mit so einem gebogenen Rahmen, mit so einem kleinen gebogenen Draht ist das besser zu visualisieren. So. Weiter geht's. So, damit habe ich den Rahmen jetzt geschweißt. Man hier nochmal, da sind meine alten Markierungen. Ja. Vorne die Ecke. Da nochmal. Naja, hinten dann noch. Hier nochmal die Naht und dann da halt nochmal eine Kehlnaht. Ja. So, dann schleife ich den jetzt noch und dann ist der auch fertig. Dann kann er raus, kann zum Zink. Ja, dann nachher, wenn er wiederkommt, dann kommen da halt noch Löcher rein und Gewinde reingeschnitten oder sowas. Ja. Und dann kommt da, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt eine satinierte Glasscheibe rein. Irgendwie sowas. Ja, ja, und das war's dann auch. Ach ja, by the way, ich habe Mikrofonanschluss für diese wunderschöne Kamera, habe ich sowas in der Art schon gefunden. Und ja, das werde ich wohl bestellen und dann dafür ein extra, also entweder nehme ich den Ton tatsächlich gesondert auf, das weiß ich noch nicht, oder ich mache das über die, dass die Kamera den Ton mit aufzeichnet, aber dann habe ich dann an der Kamera halt immer so ein Klötzchen dran. Und an dem Klötzchen ist nochmal ein Klötzchen, ein Transceiver. Der muss ja auch irgendwie den Ton von mir dann empfangen. Riesenaufwand. Das ist eigentlich viel mehr Aufwand, eigentlich jetzt schon mehr Aufwand, als ich eigentlich je treiben wollte. Aber dadurch, dass das so gut ankommt, werde ich das, glaube ich, trotzdem machen. Ja.
Ja, weil ich kann das mit dem Ton tatsächlich nachverstehen. Jetzt heult da die Kühlung rum und da kann man mich wieder schlecht verstehen. Das ist halt dann so. Das Radio habe ich ja jetzt aus. Ja? Ich habe mich da ja mal informiert. Das ist halt so. Auch wenn das Radio öffentlich ist. Ja, die muss ich auch noch machen. Das ist eine Scheiße, aber ich hasse so stumpfsinnige Arbeit. Aber da ändert ja nichts dran. Müssen wir nämlich hier posten. Das hat Kloskin gestern vorbereitet. Kloskin, der schneidet ja gerne alles mit Flex. Kloskin sagt auch, dass mit Flex schneiden deutlich schneller ist, wie mit der Bertha da hinten. Wenn er das sagt. Der hat auch diese Löcher. Ja, die hat er ohne Vorbohren mit fast 900, nee, mit 900 Touren hat er die gebohrt. Tja, wenn das hier eine direkt angetriebene Standbohrmaschine wäre, ne, dann hätte der spätestens seit gestern nicht mehr, würde der unter uns weinen. Weil da ist ein paar Mal der Riemen stehen geblieben. War ein Glück, weil sonst hätte er sich selbst umgebracht. Wenn er direkt angetrieben wird, die hat so viel Bums, da hast du keine Chance. Die dreht. Also dass du die mal, wenn die knurrt, dann weißt du, Alter, jetzt aber wirklich Feierabend. Dann das, und das ist selten, dass man das schafft. So. Ich will mir jetzt ein bisschen was zum Mampfen holen. Wir haben tatsächlich vergessen, Brot zu kaufen. Und beziehungsweise dann hat mein Junge gesagt, oh, Papa, ich will das Brötchen. Ja gut, hier, komm, nimm mein Brötchen. Ich kann auch Toastbrot essen. Oder, nee, gar nicht, nee, gar nichts konnte ich essen. Genau, er wollte das Toast nicht und Toast mit zur Arbeit nehmen, finde ich richtig scheiße. Deswegen habe ich mir das Brötchen nicht geschmiert, das hat er gekriegt. Und ich habe dann gar nichts mitgenommen. Gut. Ach ja, ich kann mal schon mal vorab was zeigen. Kann ich schon mal eben. So. Das Kollege gab es ja gestern. Das habe ich ja schon fertig. Das ist auch schon Richtung Zink unterwegs. Und jetzt ist denn die ganze andere Scheiße, die er mir gegeben hat. Die gibt's doch nicht. Wieder irgendwo lacht das doch. Da! Ah. Ja. So. Und zwar jenes hier. Das wird heute noch so Bestandteil wohl des Videos. Ist da noch irgendwas Wichtiges? Nein. Gut. Alles wieder zu. Zacki Bombacki. So, das heißt, na, komm her. Einmal das. Also was heißt einmal, dreimal, zweimal das und einmal das. Und solche lustigen Pfosten. Die machen wir auch. Ist da sonst noch irgendwas? Ja, nee. Mal gucken. Nee. Da ist sonst gar nichts mehr. Das hat alles durchgestrichen. Gut, können wir getrost ignorieren. Also. Und da habe ich erstmal da schön wieder Stäbe schneiden. Obwohl, nee, warte mal. Ich glaube, ich habe die schon geschnitten. Hat er das reingegangen? 12 Wochen. Doch, die habe ich schon geschnitten. Die liegen da hinten, Kollegas. Vor den Aluminiumprofilen. Da kann man die sehen. Ja. Genau. Ach ja, und der Koffer hier, das ist ein Polo. Polo Elli. Polo Elli kriegt noch oben Deckel drauf. Muss ich auch noch schneiden. Und ich werde mal gucken. Ich werde es noch einmal probieren mit meiner Lidl Plasmaflambuse. Ob ich damit nochmal irgendwie schneiden kann. Dickeres Zeugs. Bis jetzt stellt sich das als absolut scheiße dar. Also wirklich. Zum Glück hat es nur 130 Euro gekostet und ich bin ganz ehrlich, es funktioniert auch nur für 130 Euro. Wenn du 3 mm Blech machst, ist fein. 4 mm Alu zum Beispiel will er nicht. Angeblich soll er bis 6 oder 7 mm Alu machen, aber das ist niemals. Nie. Also dünnes Blech, kein Problem. Dickes Blech kannst vergessen. Normalerweise hat er auch eine AF-Zündung. Das heißt also, ich muss eigentlich nicht das Material berühren. Da kannst du keinen Schnitt machen. Du keinen Schnitt machen. Sobald ich den Druck, eigentlich sollst du ja mit so 5 Bar schneiden, so steht es in der Anleitung, und so kenne ich es auch, aber wenn ich über 5 Bar gehe, pustet der stumpf den Lichtbogen aus. Gefühlt. Ich habe es, er fängt zu stottern an, ist nur am Rumzetern, geht nichts. Kann ich, wenn ich unter 3 Bar gehe, läuft er durch.
Ja, you get what you pay for. Ist halt so. Das ist, also niemals Plasmaflammenbuse von Lidl kaufen. Das war auch nur mal für so dünne Sachen, wenn wir so, weil wir haben jetzt gerade zu dem Zeitpunkt so 2-3 mm Bleche geschnitten. Das ging damit viel schneller. War wirklich, und das waren einige Schnitte, die wir machen mussten für Verkleidungsbleche und so. Da waren die 130 Euro gut angesetzt. Ne? Also da war das schon in Ordnung für. Und sowas haben wir ja auch öfters mal. Und dann kann man das dafür auch nutzen. Ne? Vielleicht auch mal auf der Baustelle irgendwas damit. Ne? Aber hier, mit dickeren, sobald du dickere Sachen hast, vergiss es. Vergiss es. Läuft nicht. Ist halt so. So. Ich habe mir was zu mampfen, danach geht's weiter. So, haben einmal alles geschliffen von beiden Seiten und haben da vorne ein bisschen auch abgerundet. Und jetzt werde ich weiter in meiner blagenhaft überheblichen, obszönen Art und Weise weiter labern und Zinklöcher bohren, die ihr bitte niemals vergessen dürft. Ich habe das bei der Treppe schon gemacht und das ist wirklich überall, wo sich Luftsäcke bilden können im Zinkbad, müsst ihr da Entlastungsbohrungen machen. Viele, die eine Firma, also man kann das immer mal vergessen, ich vergesse gerne mal sowas und dann kriege ich wieder einen Anruf und dann muss ich immer bezahlen dafür, dass sie dann ein paar Löcher bohren und die sind nicht billig, die Löcher, also irgendwie so 4-5 Löcher bohren sind immer schnell 15 Euro. Es ist halt so, dass wir hier oben und da drüben oben und einmal dann hier unten drunter, da und da drüben auch unten ein Loch reinmachen. So 8er Bohrungen reichen meistens. Früher war das mal erlaubt, dass man verdeckte Bohrungen, also ein guter Metallbohrer, da war das ein Schick. Wenn du eine Zaunanlage hast ohne Löcher, da haben die zum Beispiel hier das Rohr von innen gebohrt und dann das Rohr drüber gesetzt. Verdeckte Bohrung. Das war ganz schick. Früher konnte man sowas noch so bauen. Das Problem ist, früher waren die Leute einfach, was das Bohren dieser Löcher angeht, einfach deutlich gewissenhafter. Viele würden mir wahrscheinlich recht geben, wenn ich sage, dass die Leute nicht mehr mit dem Kopf bei der Arbeit sind, sondern eher mit dem Kopf schon zu Hause bei Mutti, auf Mutti, in Mutti oder bei den Kindern oder spielen WoW, PC, PlayStation, egal was. Ja, oder beim, ja, wer weiß was, auf jeden Fall nicht, bei der Arbeit. Und dann wird sowas vergessen. Und das war früher, war das anders. Früher sind die Leute 8 bis 10 Stunden morgens sind die hin und nach, da war nur Arbeit. Und das war das, was wichtig war. Heutzutage haben die alle so komische Dattelkisten in der Hand. Ganz ehrlich, auf ein paar Videos habe ich die Dattelkiste auch mal in der Hand. Aber ey, ich bin Geschäftsführer, ich habe auch noch E-Mails zu beantworten und Anfragen und etc. pp. Das sind halt so Dinge, die musst du dann halt machen, ja? Als Chef, ja, Chef, richtig, Chefe. Ne? Aber als Angestellter habe ich das nie gemacht, außer in den Pausen. Weil das gehört sich nicht. Ey, da sitzt ein Macker, der bezahlt dich. Und dein vertraglicher Bestandteil ist, für dieses, dass er dich bezahlt, ja, dafür hat man auch zu arbeiten und nicht mit der Dattelkiste zu spielen. Niemand sagt was, wenn die Frau anruft und sagt, ey, hier ist gerade ein Unfall passiert, du musst nach Hause kommen oder keine Ahnung was, kannst du mal eben mir was mitbringen? Das ist eigentlich schon scheiße, weil das kann die Frau eigentlich auch eine Pause machen, die weiß, wann der Mann Pause hat. Und das sind so Sachen, wo ich ganz klar sagen muss, da stehe ich hinter jedem Chef, das ist scheiße. So, ja, so ist das. Ich werde das jetzt machen. Blödsinn geredet. Ein paar Löcher bohren, dann geht das Ding raus und zinkt.